Quatschen machen läuft. Genau, der Karl-Heinz hat mich gefragt, Mensch, 12 Minutes Me, sei mutig und kreativ, kannst mal vielleicht was erzählen. Am besten, ich meine, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, bin selbstständig seit 1994, habe ich Gewerbe angemeldet in Langenzenn. Kennt jemand Langenzenn? Oh, okay, ihr kennt's. Kommt jemand aus dem Landkreis Fürth? Hey, cool. Ja, genau. Karlsburg. Okay, ich bin nochmal neugierig. Wer ist aus Fürth? Ah, super. Also ich habe ich hab die Firma in Fürth inzwischen und gegründet in Langenzenn. Und ich dachte mir, Quatschen machen läuft. Also als der Karl-Heinz mich gefragt hat, so nenne ich jetzt einfach den Vortrag. Und ich mache jetzt Impro-Theater, weil ich habe die Folien. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Bin in 10 Minuten 45 durch. Und schauen wir mal, was mir so einfällt. Also ich hoffe, mir fällt was ein, um euch zu unterhalten. Aber tatsächlich habe ich nachgedacht, was ich heute erzählen könnte. Und zwar sind es die Schlüsselbegegnungen in meinem Leben. Also ich erzähle ein bisschen was von mir aus der letzten Zeit. Und zwar, vielleicht kennt jemand den Film Die Matrix, wo irgendwann ist der Schlüsselmeister und da ist der weiße Raum, der Raum ist weiß. Und dann kommt der Schlüsselmeister und sagt, ja, in welche Richtung soll es gehen? Und dann sperrt er die Tür auf. Und dann öffnet sich ein Raum, eine völlig neue Welt. Und ich hatte, ich habe mir 5 solche Schlüsselbegegnungen rausgesucht und erzähle euch die. Und habe hoffentlich auch eine Botschaft für euch dann. Also habe mir überlegt, dass ihr was mitziehen könnt aus diesen 5 Schlüsselbegegnungen. Also quatschen.de ist glücklicherweise auch noch eine Domain, wo ich ein Crowdfunding-Projekt gemacht habe. Ich habe bei Start Next immer noch das größte Crowdfunding-Projekt in Nürnberg. Ich hoffe ja, das Max-Mollock-Stadion, Max gemeinsam schafft's noch, ja, obwohl ich Fürth-Sympathisant bin, aber man will ja auf Startnext da 800.000 Euro einsammeln. Ich habe für mein Buchprojekt quatschen.de 5.000 und ein paar zerquetschte eingesammelt, um über Crowdfunding so ein Projekt zu finanzieren. Und machen.de ist der Name meiner Agentur seit 10 Jahren, also vor 10 Jahren GmbH gegründet. Dann irgendwann habe ich gesagt, machst du mal GmbH. Ich habe die Domain, lag rum, ich hatte die Domain, ich sammle Domains, ich habe immer noch 400 Domains und dachte mir, welche ist die geilste Domain, habe ich mir überlegt. Und machen.de war irgendwie, habe ich mir gedacht, ah, das war ich im Bayerischen Wald, dachte mir, machen.de, du machst Agentur draus. Ja. Kleine Agentur klingt groß, wir sind 8 Leute, ja, wir waren auch schon mal mehr, aber ich habe mit so vielen Leuten, ich bin selber eher Macher und kein Manager, deswegen will ich so die Firma ein bisschen klein halten und bin froh, dass ich tolle Mitarbeiter habe, die auch so ein bisschen unternehmerisch ticken und denken. Und also, okay, also machen.de ist in Fürth und quatschen.de Crowdfunding-Projekt. Und jetzt wollt ihr noch wissen, was hat dieser Typ da oben und auf dieser Monsterwelle mit den beiden Domains zu tun? Das ist der Sebastian Steudner, der da auf der Monsterwelle surft. Das ist der Weltmeister im Big Wave Surfen. Der kommt aus Nürnberg, nicht aus Hawaii. Und ich habe ihm auch geholfen. Also beim Quatschen hatten wir die Idee, wie finden wir Sponsoren? Er hat mich gefragt, ob ich da irgendwie ihm helfen kann. Und ich sage, also was, er hat da richtig Kohle gebraucht, 40.000 Euro, um diesen, also er braucht ja Leute, die ihn da in die Welle reinziehen, er braucht ein Kamerateam, das ist richtig aufwendig, wenn du da in Nazaré in Portugal in die Welle gehst. Und dann kam die Crowdfunding-Idee beim Quatschen und dann habe ich ihm da geholfen und wir haben auf Startnext dann 37.000 Euro waren es dann eingesammelt und das war Hammer, weil durch dieses Crowdfunding ist dann entstanden, dass wir hatten eine halbe Seite im Spiegel, ja, über dieses Crowdfunding und wir hatten, also das hat wirklich Wind gemacht, also Welle gemacht und immer noch, wenn ihr unter dem Hashtag Wir machen Welle. Wenn ihr das googelt, findet ihr den Sebastian Steudner. Er hat inzwischen tolle Sponsoren. Er hat Mercedes und also Wahnsinnstyp. Schaut euch mal den Sebastian Steudner an. Und ich bin deswegen so ein bisschen begeistert nach wie vor von ihm, weil er jetzt was macht für Kinder mit. Wir machen Welle. Engagiert er sich jetzt für Kinder. Du kannst also Kinder aus schwierigen Verhältnissen hilft er, geht mit denen surfen. Und also unter Wir machen Welle. Werdet ihr nochmal was davon hören? Machen wir nochmal ein Crowdfunding. Kannst du mal die Uhr anhalten vielleicht? Ich habe noch 5 Schlüsselbegegnungen. Und die nicht eingeschlossen. Ja.
Also, so eine Welle, 500.000 Tonnen wiegt so eine Welle, mit 80 Stundenkilometern surft er da durch. Und also ein irre Typ, Sebastian Steudner, schaut euch den mal an. Okay. Schlüsselbegegnung Nummer 1, meine Mama, Luise. Und Luise gestaltet. Also ich habe mir gedacht, gestaltet ist so ein Wort, was ich euch mitgeben will, denn meine Mama schiebt an. Die schiebt an, hier sitzt sie mit 19 Jahren in einem Büro und hat sich dann später, hat dann mein Vater und war dann im Büro meine Eltern waren selbstständig, Stuckateurbetrieb, Handwerksbetrieb, ich bin im Handwerk groß geworden. Und die Mama hat schon immer angeschoben, die hat schon immer geschaut, dass die Leute... Also sie schiebt mich heute noch an, die ist jetzt 79 und sagt, Michael, hast du deine Belege schon und so für die Buchhaltung. Also die sortiert die Belege für die Buchhaltung vor, ja. Also die Mama, sensationell. Könnt ihr bitte, das wird ja irgendwie aufgezeichnet, ne? Da hinten ist die Kamera, einen Applaus bitte für meine Mama, die schaut sich das an. Mama, für dich! Danke, das ist so geil. Das ist, wow, danke. Das ist auch eine Schlüsselbegegnung heute. Ich hoffe euch, ihr habt auch Schlüsselbegegnungen heute. Ja? Also die Mama natürlich hat 1971 für mich die erste Tür aufgesperrt, wo ich mir gedacht habe, huch, bin verkehrt rum rausgekommen auch noch, aber ist ein anderes Thema. Also, Botschaft Nummer 1, ich habe einen Spickzettel gestaltet. Ja? Also gestaltet nicht im Sinne von Design, ich sage nicht, werdet alle Designer, sondern wenn bei euch was brennt innen drin, ich sag's. Wie Göckchen, ja, macht's, ja, machen. Probiert's aus, wenn's nichts wird, auch egal, ne? Hier, die Bella ist da, ne? Du bist ja, du machst, ne? Du bist ja Macherin. Ich sehe so viele Macher, ich kenne Gott sei Dank ein paar Leute, ne? Ach, ich werde verrückt. Ich finde es so geil, das baut mich halt immer noch auf. Also, und dann war ich jetzt 1996, doch, ich war an einer Tankstelle in Kadolzburg, an der Shell-Tankstelle. Und in der kurzen Hose, ja, irgendwie immer da getankt. Und also ich habe mich, und dann treffe ich 1996 wirklich völlig ungestylt, ja, heute habe ich ja immerhin eine Sakko an, meinen Dozenten Norbert Milde. Und Norbert hat mich begeistert. Er war an der Bayerischen Akademie der Werbung, die habe ich gemacht, 95, 96. Er war der einzige Dozent, wo ich wirklich alles dann nochmal abgetippt habe, und er hat mich mega begeistert. Und er hat andere begeistert. Er hat gesagt, Mensch, was machst denn du jetzt und so? Du bist doch im Edelstahlhandel. Früher war ich im Edelstahlhandel. Ich bin eigentlich großen Außenhandelskaufmann. Und bevor ich Werber wurde, ja. Und dann hat er gesagt, Mensch, gib mir mal so einen Edelstahl-Clip. Ich habe da jemand für dich. Und dann hat er andere Leute begeistert, dass die sich bei mir gemeldet haben. Und ich habe durch den Norbert heute noch Kunden, die Michaela Wassenberg aus Nürnberg, seit 96 meine Kundin. Ja. Also die macht eine PR-Agentur und wir kooperieren. Also, er hat mich begeistert, begeistert andere, und deswegen Begeisterung ist so ein Thema. Ne? Also einfach selbstlos. Er hat ja nichts davon gehabt. Ja? Er hat nicht gesagt, ja, wenn ich da als jemand begeistere, dann... Nein, er hat einfach gesagt, er hat sich interessiert und hat andere begeistert. Also Begeisterung, zweites Stichwort. Ich bin richtig entspannt, Mensch, 6 Minuten. Ach, der stimmt nicht. Der Bildschirm ist eingefroren. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe echt bloß noch 3 Minuten. Also ich schaue auf den. Jetzt gebe ich Gas so. Ja, lass. Nimm es auf den Schoß. Okay. Jetzt machst du mich nervös so. Der Herr Smola, mein Mentor seit 1996 bis 2010, ist er leider verstorben. Er vernetzt. Er hat mich mit anderen Leuten vernetzt. Ich bin Gründungsmitglied der Wirtschaftsjunioren Fürth. Er hat Leute angerufen und gesagt, Leute, da müsst ihr den Leibrecht, den könnt ihr bei euch noch brauchen und so. Ja, fand ich super. Er hat so viel für mich gemacht, Türen aufgemacht. Also vernetzt euch mit Leuten, die euch weiterbringen. Also ohne, dass es gibt Leute, die helfen euch einfach gerne. Ja? Es gibt Leute, also ich bin auch so jemand, ich will auch mal schauen, dass ich jemanden weiterbringe. Ne? Und durch ihn, wir haben dieses tolle, Tresor mit 6000 Quadratmetern in Liechtenstein, mit dem Erbauer dieses Tresors hat er mich vernetzt, und wir durften die Namensgebung Stabig machen und haben da jetzt dadurch Kunden in Liechtenstein und so. Also ist irre, was der Smola da gemacht hat. Dann habe ich die Botschaft noch, Vertrauen schenken, auch wenn Vertrauen gebrochen wird. Ja? Also vertraut den Leuten, vertraut einfach jemanden, und dann wird ihr irgendwann auch mal enttäuscht werden und ihr wird sagen, Mensch, also habe ich eigentlich gedacht, das läuft so und so. Und egal, immer wieder vertrauen. Das Vertrauen nicht verlieren ist die Botschaft. Ich habe oft schon mir gedacht, oh mei, also ich habe Scheiße, ja, Vertrauen gebrochen, aber trotzdem immer wieder weitermachen ist noch eine Botschaft.
Und der Hugh McKillian, er hat es möglich gemacht, dass ich mich selbstständig machen konnte, hier in Ammerndorf, habe ich da noch gewohnt. Und zwar, er hat mir per Handschlag, ne, Handschlag, Sales in Germany war der Auftrag. Ich hatte eine 5 in Englisch, ja, und der Hugh McKillian, ein Engländer, ich war in Birmingham auf Messe, ja, wisst ihr, war Katastrophe, ne, eine Woche auf Messe in Birmingham, mit meinem Englisch, ich habe immer, naja, läuft, ne, also Körpersprache, da sieht man, wie wichtig Körpersprache ist, ne. Photo Fabrication, ich mache heute noch Edelstahl-Visitenkarten, wenn ihr geile Edelstahl-Visitenkarten kommt, sprecht mich an. Und die letzte Botschaft fast schon, ja doch, genau, erdet. Ich brauche Erdung. Also hier meine Tochter, wir machen halt gern Höhenflüge, ne? Und ich habe für mich die Erdung, aber das muss jeder selber wissen, es sind entweder Freunde oder für mich ist halt die Familie. Ja? Irgendwie braucht immer irgendjemand, gerade wenn man kreativer ist, ich schaue in die Runde, ich sehe viele kreative Gesichter. Man muss ja auch schauen, dass man mit der Kreativität irgendwie Geld verdient. Ja? Das ist auch die Botschaft hier vom Herrn Kiefer, vom kennt ihr den Herrn Kiefer? Vom Design, da gibt es doch diese Initiative für Designer und für Kreative. Und die Botschaft lautet, wenn ihr kreativ seid, Leidenschaft verdient kein Geld. Also schaut, dass ihr irgendwie den Leuten sagt, ich mache was, aber ich brauche da so und so viel dafür. Ne? Also Erdung, jemand, der euch ein bisschen auf den Boden lässt. Und ich sage eigentlich schon danke, ne? Wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen so Stories zu erfahren aus meinem Leben, vielleicht so weitere Schlüsselbegegnungen, ich poste die da alle rein. Der Sebastian Steudner war erst wieder jetzt bei uns, es geht weiter mit der Kinderstiftung und ja, eigentlich bin ich jetzt wirklich fertig. Ich sage bei euch vielen, vielen Dank und toi, 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 quatscht ordentlich, macht ordentlich, also einfach quatschen, machen läuft. Ja? Servus. Alleine machen lassen.